Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Noch sehr heißes. Und wir starten mit der ersten Demo. Das ist die einzige, die ich nicht blind mit euch spielen werde. Die habe ich schon einige Stunden gesuchtet. Das macht echt Spaß. Hier geht es darum, auf einem von den Menschen vermutlich ruinierten Planeten diesen wieder herzustellen. Und das Konzept ist super geil. Wie heißt das? Dorfromantik, glaube ich, mit diesen Karten. Wer das kennt. Das System hier ist ähnlich. Ne? Man hat eine gewisse Anzahl an Punkten, mit denen kann man bestimmte Items kaufen, die man hier sieht zum Beispiel. Und muss mit diesen Punkten haushalten und bekommt Punkte zurück für Regionen, die man grün einfärbt oder mit Wasser tränkt, wie auch immer. Ja, gucken wir mal rein. Genau. Ne? Mein Ziel ist es, dieses verwüstete Land in grünes, lebendes Land zu verändern. So, das ist die Map. Und wir haben, das ist und sind unsere Punkte, die wir als Startposition quasi haben. Und das sind die Items, die wir dafür kaufen können. Wir haben hier einmal so ein Windrad. Damit können wir Strom fabrizieren. Das wiederum brauchen die Dinger hier, die den Boden aufbereiten. Und dann mit denen hier können wir es dann quasi bepflanzen. Das ist eine Wasserpumpe, damit kann man hier Wasser in diese Kanäle pumpen. Hier haben wir einen Kalzifizierer, also mit dem kann man Steine in der Nähe von Wasser quasi droppen. Und hier haben wir nochmal so ein Tunnel-Dings. Damit kann man quasi neue Wasserkanäle bauen. So, und dann fängt man halt an hier mit dem. Man sieht dann auch immer in dem grünen Bereich, das ist quasi die Range von dem. Von dem guten Stück. So, wir machen das mal hier hin. So, nehmen wir hier mal ein bisschen Wasser. Wir uns mal zwei von den Punkten. Ja, und wenn sich die Regionen, die sich grün färben, für die kriegen wir dann Punkte wieder zurück. Und da muss man halt gut im Gleichgewicht arbeiten. So, jetzt haben wir hier Strom. Und da können wir jetzt hier diese Bodenaufbereiter hinsetzen. Man sieht immer die Range von den Geräten. Und da können wir jetzt hier zum Beispiel einplatzieren. Guckt halt immer, dass es so effizient wie möglich ist. Ja, manchmal macht man es auch einfach nur, damit es vollständig ist und schön. So, dann können wir hier so Grünes nehmen. Das kann man in verschiedene. Ja, es geht mit mir hier angezeigt, in verschiedene Formen quasi bringen. Und ich arbeite eigentlich fast immer hier mit diesen. So, das Ding kostet 50 und wir kriegen aber dafür auch wieder für den grünen Bereich, kriegen wir dann wieder Punkte zurück. Und jetzt geht es halt darum, dieses ganze Gebiet. Ja, auch. Ist immer noch ein Plus. Ja, machen wir das mal so. Dieses ganze Gebiet grün zu färben. Und das können wir ja jetzt mal machen hier. Jetzt mal hier nochmal den Windrad hin. Ein bisschen dekadent, weil wir hier so viel Plus bekommen haben durch den Fluss. So. Zack.
einen hin? Hier. Lohnt sich das? Na, wir gucken erst mal. Machen wir hier einen hin. So, eine Wasserpuppe. Gucken wir mal, wie weit der rauskommt. So, jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen. Dass wir unser ganzes Geld nicht ausgeben. Zwei hier nicht. Na gut. So, können wir denn hier irgendwo noch ein bisschen Wasser auffüllen? Wie zum Beispiel. Gibt immer noch ein paar extra Punkte. So. Gucken wir mal. So, das hier möglichst vollständig zukriegen. Achso, nee, reicht das hier bis? Nee. Okay. Das war so. Ich finde das halt unheimlich entspannend, dieses Spiel. Es ist mega belohnt, ne? Das ist relativ simpel. Man versteht schnell, wie es funktioniert. Und es wird alles schön. Musik ist angenehm. Ich mag das sehr. Und ich bin wirklich gespannt auf die Vollversion. Weil ihr werdet nachher sehen, wenn wir das hier abgeschlossen haben, worauf das Ganze hinausläuft. Und das macht tatsächlich Lust auf mehr. Hm. So. Machen wir mal so. Dann gönnen wir uns hier drin trotzdem noch ein. Ein bisschen Dekadenz. Zum Hieselstreifen. Ist das noch ein Plus? Nee. Dann lassen wir das. Wir haben hier hinten noch Platz. Huch. So, hier können wir noch. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. In der Range von diesem Zahnrad, würde ich gerade sagen, Windrad, kann ich kein weiteres Windrad setzen. Und die Windräder kann man immer nur auf diese Steine setzen. Das heißt, ich würde das mal hier ins Eck machen. Nee, warte mal, das lässt es. Man macht das nochmal zurück. Achso, genau. Man kann immer einen letzten Punkt kann man zurückbauen. Und bekommt dann auch die Punkte wieder zurück. Dann ist mal so. Hier kriegen wir auch noch einen hin. Okay. Sehen, ob wir die 100% schaffen. Also man muss nicht die ganze Map machen, sondern nur die 100% erstmal schaffen.
denke, jetzt spätestens haben wir die auch. Zack. So, und dann kommt man quasi in das nächste, ich sag jetzt mal Level oder die nächste Ebene. Ich erkläre das gleich. Das hier sollte man immer gleich bauen, sobald es frei ist, weil das irgendwie diese Grund-Dinger, die sind jetzt günstiger. Ne? Das kostet jetzt nur noch 25 statt 50. Das hat vorher 200 gekostet, das glaube ich 100 und das auch 50. Also die sind jetzt günstiger. Hoppala. So. Und so. Okay, so jetzt sind wir in Phase 2 und sollen jetzt drei verschiedene Biome erschaffen. Einmal so ein Wasserbiom, ein Waldbiom und quasi ein Wiesenbiom, sagen wir es mal so. So, nehmen wir mal hier. Und die kann man immer nur in der Nähe, also die kann man austauschen dann, aber nur in der Nähe von Wasser und auch nur die, die unten stehen. Die hier oben kann man zum Beispiel nicht umwandeln. So, und das Prinzip ist genau das gleiche. Kostet wieder 50 und man bekommt Punkte zurück für das Gebiet, was man quasi umwandelt. So. Gucken wir mal, ob es reicht. Oh je. Sieht nicht so aus. Okay, das heißt, wir müssen. Können wir die hier machen? Das ist dann so eine Wiese hier. Ach du je. Ist hier noch so ein Baum irgendwo? Hier. Ich würde sagen, es hat aber nicht gereicht. Okay, wir brauchen noch. Dann machen wir hier mit diesen. Kalzifizierer nochmal Steine hin. Weil hier haben wir ja Wasser. Vielleicht funktioniert das ja so. Das hier hin. Das da. Dann brauchen wir halt nah am Wasser hier. So, gucken wir mal, ob es reicht. Unter den jetzt nicht? Oh. Ja, das ist jetzt egal. Ich brauche einfach nur noch so ein Ding hier. Der eine möglichst große Fläche um. Im Ernst, es reicht immer noch nicht. Dann mach mal hier noch so ein Steinding. Dann machen wir hier nochmal so ein Stromi. Und hier nochmal so ein Grabi. Und hier auch. Dann machen wir hier nochmal so ein Zack. So. Jetzt aber. Na wunderbar. Okay, die ersten zwei Biome haben wir. Das dritte Biom kann man so jetzt erstmal nicht anpflanzen. Dafür müssen wir jetzt zum einen diese Solar-Dingsy-Dinger hier setzen. Machen wir jetzt hier mal. Hier oben noch. So. Und mit den Dingern hier erzeugt man jetzt quasi einen Brand. Und auf dieser verbrannten Erde kann man dann den Wald quasi anpflanzen. Jetzt gucken wir mal, weil das sehr... kann ich hier noch eins hinsetzen? Reicht das? Das frisst sich halt den Weg komplett durch. Wenn es nicht aufgehalten wird von irgendwas, der wird jetzt hier...
Nehme ich mal an, alles verbrennen. Oder müssen wir gucken, dass es nachher noch reicht mit dem... mit den Wiesen. Und dass er genug verbrennt. Bleibt der hier stehen? Das ist suboptimal. Okay, dann müssen wir noch einsetzen. Weil das hier unreicht nicht. Das ist zu wenig. Aber gut aus. Zack. So, jetzt müssen wir bloß noch mal ein paar bisschen Wiese erzeugen. Das sieht auch gut aus. Hier noch mal. Oh, Kinders. Ja, komm hier. Boah, jetzt haben wir es. So. Jetzt kommen wir nach Phase 3. So, jetzt gibt es hier zwei Apparaturen. Das Ding hier erhöht quasi die Regenwahrscheinlichkeit und das erhöht die Temperatur. Was die Erhöhung der Temperatur für einen Effekt hat, habe ich allerdings nicht so richtig gecheckt. Also ich kann die jetzt hier... hier hinsetzen, auch wieder auf diese Steine. Und umso näher die an diesem Ding sie hier dran sind, umso mehr Temperatur können die erzeugen. Jetzt 10 Grad. 14. 13. So, und dann nehmen wir den hier noch zum Regen erzeugen. Mal gucken, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben. Jetzt haben wir es erreicht. Da habe ich auch noch nicht so richtig rausgefunden. Es regnet länger, habe ich den Eindruck, wenn ich dann trotzdem noch ein paar mehr setze. So. Der Regen färbt jetzt diese ganzen braunen Stellen grün. Wir bekommen die Punkte. Plus, unsere Aufgabe ist es jetzt, alles wieder abzubauen, damit wir den Planeten komplett sauber wieder verlassen. Dafür braucht man halt mal hier einmal so ein... Grundstock quasi und baut dann quasi, man recycelt die Sachen, die hier abgebaut wieder werden und baut daraus dann ein Raumschiff, mit dem man den Planeten verlässt. Hier hat man so ein kleines Hovercraft, mit dem wir die ganzen Sachen hier einsammeln können. Und da hat man hier so verschiedene Hilfsobjekte quasi. Das hier ist so ein, weil ich kann mit dem Hovercraft nur im Wasser mich bewegen. Das heißt, diese Sachen hier, die muss ich ans Wasser ranholen. Und dafür gibt es dann halt hier solche... Das hier kann ich zum Beispiel auch nur ins Wasser setzen. Ja, der hat hier so einen gewissen Radius. Und da geht es dann halt auch darum, möglichst effizient... das Ganze hier wieder abzubauen. Schon. Nee, natürlich nicht. So. Der nimmt den da nicht mit, dann mal. Lass uns den mal hier so machen. Dann stellen wir den hier in die Mitte. Beide ein. Wieder hier los. Setz ab. Jetzt haben wir das ein und dafür gibt es wieder Punkte. So. Ah.
nur da unten den nicht mit. Alles mitnehmen. Okay, jetzt haben wir hier noch und hier. So, aber ich fürchte, das ist eine Stufe hier, ne? Ja. Wie weit ist hier hin? Okay, also man kann hier auch so eine Stufe einsetzen. Das Doofe ist nur, ja, meistens reißt er wieder mit ab. Dann machen wir es halt so, dann nimmt sie alle drei. Leider reißt er die jetzt mit ab. Irgendwie ein bisschen blöd, aber okay. Zumal ich sie ja dann wieder abreißen muss. So, dann kannst du die gleich wieder einsammeln gehen. Und hier mal das. Ja, fast. Hier noch. Dann eigentlich nur noch den hier, oder? Wenn ich das richtig sehe. Genau. Wir kriegen dann eine Markierung, die letzten bis zu 5 oder so. Ich weiß nicht genau. So, jetzt haben wir quasi mit dem Schrott, den wir jetzt wieder zurückgewonnen haben, haben wir jetzt das Raumschiff gebaut. Der Planet ist komplett grün. Verschiedene Biome. Dann können wir abfliegen. Ich finde, das ist mega süß gemacht. Und das ist total entspannt und lohnend. Eingesammelt. Tschüssi. Mission erfolgreich. Das ist, was ich eingangs meinte. Ich könnte mir vorstellen, dass man in dem Spiel nachher, bin ja jetzt mit, glaube ich, 1900 Punkten, habe ich das jetzt hier abgeschlossen. Dass man das, was man halt hier denn übrig hat, quasi für die nächsten Planeten als Startkapital benutzen kann. Das wird ja mega interessant. Also da freue ich mich drauf. Das finde ich wirklich, ist ein geiles, ist eine schöne Demo. Habe ich sehr gefeiert. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht.
Und wir sehen uns morgen in der nächsten Demo. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Bye, bye.